Wisst ihr was, Freunde? Es ist schon sehr traurig, dass wenn man nach einem wunderschönen Wochenende mit einem guten Freund, wo auch ein paar wieder Pikmin 3 Missionenfolgen kamen, die ich jetzt nur noch hochladen muss, aber es war ein wunderschönes Wochenende, beziehungsweise sogar verlängertes Wochenende, es ging über 4 Tage. Und ja, somit ein verlängertes, wunderschönes Wochenende. Und ja, nachdem ich jetzt wieder alleine hier am Start bin, muss ich leider eine Sache noch erfüllen, um dem Pikmin 3 Let's Play dem i-Tüpfelchen zu verpassen. Nämlich, ich wurde nämlich sogar in den Kommentaren unter einem bestimmten Part zu Pikmin 3 aufmerksam gemacht, beziehungsweise wusste ich auch schon vorher, dass ein Part, nämlich der Part 28, der über eine Stunde ging, fehlt. Woran liegt das wohl? Eventuell an technischen Fehlern, die mir mal wieder alles zunichte machen wollen. Und ja, somit meine Playlist hinüber gemacht haben. Beziehungsweise hinüber ist jetzt nicht. Aber ja, ich muss jetzt diese ganze eine Stunde jetzt neu aufnehmen. Yay! Da freut man sich doch gerne mal, in die Woche reinzustarten mit einem einstündigen Part Pikmin 3, Part 28, neu aufgenommen. Ich freue mich nicht. Aber ja, muss leider getan werden. Ich weiß jetzt nicht, was alles verloren gegangen ist, aber ich glaube, ein ganzer Boss ist verloren gegangen. Weshalb wir immer noch im Garten der Begegnung rumgammeln. Und ja, wir können uns auf vieles einstellen, beziehungsweise auf... Mal kurz lauter. So. Auf den ganzen Bosskampf und auf eine ganze Welt zu 100% vervollständigen. Einen Moment bitte. Ich muss meinen Pro-Controller suchen. Hier ist er. Ich bin nämlich wieder bei dem Pro-Controller weiter. Ich bin auf das Campen. Jetzt, okay. Jetzt den Pro-Controller am Start gehabt. Okay, sind alle Blumenpickeln, perfekt. Und ja, da muss ich erstmal gleich mal gucken, wo die Reise denn hingeht. Was fehlt denn hier eigentlich noch alles? Neben dem Boss. Also komplett fertig war es ja offensichtlich noch nicht. Also ich weiß auch nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass sich die Folge über 5 Tage erstreckt hat. Also das habe ich halt alles jetzt so in meiner Playlist abgecheckt, wann es geendet hat und wann es wieder dann losging in Folge 29. Also wo es geendet hat in Folge 27 und wo es angefangen hat in Folge 29. Was mache ich für einen Scheiß? Hier genau, Gamepad. Haben wir die ganze Mission gespielt, deshalb muss ich jetzt mal gucken hier. So, also hier ist was. Sind noch irgendetwas? Nein. Also ich sehe jetzt nichts anderes. Also es fehlt jetzt eigentlich nur da. Ach so. Oh, hier fehlt die. Ah, okay, ich verstehe. Aber das da drüben haben wir bekommen. Okay. Ja, okay. Ja, nee, stimmt, das geht ja nach der Playlist. Stimmt, ich packe jetzt ja dahin packen, wo es ist. Ja, dann okay, dann nicht spoilern. Wir haben nämlich den Boss schon im Multiplayer am Wochenende halt mit Walli gespielt. In den Missionen. Aber da ich hier auch nicht hochgeladen werde und die sich die komplette Playlist angucken, sich das wahrscheinlich nach der Reihe angucken, würde ich sagen, will ich jetzt noch nicht spoilern. Ja, da würde ich sagen, Ziel ist hier rüber zu kommen, die Brücke zu vervollständigen hier, damit wir dann zum Boss können. Schnell. Und das im Schnelldurchlauf, bitte. Wenn es geht. Weil es fehlt eigentlich nichts anderes, nur da der Boss. So, ja dann, here we go. Wenn wir auf jeden Fall Face-Pigment brauchen, da ich kann mich da an einen Krebs erinnern. Also werden erstmal Face-Pigment vorgeschickt. Beziehungsweise man kann auch ohne Face-Pigment gegen den Krebs ankämpfen, aber ja, mit Face-Pigment geht es einfach am einfachsten, wegen seiner Schere. Die muss halt erstmal zerstört werden, seine Glasschere. Warum auch immer das Vieh eine Glasschere hat. Ich weiß es selber nicht. Ach du Heilige. Oh mein Gott, das ist ja der Weltuntergang. Da kommt es ein Punktkäfer entgegen. Ein Zwergpunktkäfer. Käfer, wohlgemerkt. Alle rüberschicken. Wir haben das Glasteil in der letzten Folge vervollständigt. Muss ja sein, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung mehr, was da abging. Ist halt schon keine Ahnung, wie lange her. Aber das Teil müssen wir hier fertig bekommen haben. Wir waren ja auch schon mal kurz hier drauf, weil
Die eine Frucht rechts, die haben wir ja schon. Die da drüben, die haben wir ja schon offensichtlich. So, komm mal her da. Damit du auch nicht fressen kannst. Ich glaube, der kann ja sich... Kann sich ja, glaube ich, auch nicht mehr wehren, sobald wir... Sobald wir hier... Hä? Der doch reingefressen? Oder ist deiner so offen? Habe ich deine Soße ins Wasser geworfen? Scheiße. Läuft ja gut. So, diese Geheimdatei. Die müssen wir aber auch gefunden haben. Letztendlich in der Playlist haben wir drei Geheimdateien gefehlt. Geheimdaten. Die haben wir dann in der... In der Extra-Folge zusammengesammelt. Aber... Ja. So viel zum Spoilern. Na, egal. Das meiste wird dann wahrscheinlich, wenn ich den Part hochgeladen habe, wahrscheinlich auch schon in der Playlist drin sein. Aber die, die es halt blind gucken wollen, die sind es halt jetzt mal kurz gespoilert. Oh, oh, oh mein Gott. Stimmt ja. Ist ja noch nicht ganz fertig. Warte, dann müsst ihr da kurz warten. Die sind ja noch mehr Scherben. Schnell. Buddeln, 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 buddeln. Na ja, okay, kommt doch mal nochmal zurück. Könnt ihr währenddessen euch schon mal die anderen Scherben krallen? Oh, mehr habe ich nicht. Macht die ersten schon zurück. Wie ist ja erstmal, was mir auch so auffällt, wie sie erstmal gegen die Scherben schlagen und bis dann erst hochheben. Keine Ahnung, was das für einen Sinn hat, aber ja. Anscheinend bringt's was. Lol, die kleben da alle in dem drinne. Hä? Oh. Sie. Die waren noch mit Scherben, aber der Scheiß hier liegt im Weg ein bisschen. Die hingen da fest. Zeitverschwendung. Ich sollte um die Gegner drum das tragen. Ich schau mal lieber, ob ihr es richtig macht. Nicht in ihr Krebs. Ja? Nein? Hä? Oh. Nee. Ging fest. Jetzt kommen sie durch. Okay, alles klar. Was auch immer das für ein Bug war. Ach egal, Hauptsache wir haben Sätze hier. So. Es heißt, es fällt ein paar... Über die Hälfte der Facebook zurückbringen, weil wir brauchen nur ganz wenige für den Boss. Die Mission wird man ja gezwungen, sogar rote mitzunehmen. Aber ja. Ich persönlich nehme immer nur so 15 Felspigmen und hier sonst Rest blaue mit. Weil der Boss halt sehr viel mit Wasser zu tun hat. So, jetzt aber schnell. Wir haben die Hälfte der gerade mal die Hälfte des Tages Zeit, um den Boss zu bezwingen. Kommen hier 15 und der Rest blaue. Wir haben so noch nur noch sehr wenige blaue. Oh ja, da müssen wir jetzt mit leben. Wir haben die halt noch nicht so krass vermehrt. Muss sich ändern, warte. Ich glaube, damit fange ich mal ganz kurz an. Komm, komm. Fehlt halt jetzt einer. Einer, der kann ruhig fehlen. Der ist jetzt nicht die Welt. Okay, die drei auch. Hast du gesehen? Ich glaube, wir haben gerade mal so hunderte gelbe, 100 blaue gehabt, so circa. That's not so good für die zukünftigen Missionen. Beziehungsweise kann es mir eigentlich egal sein, weil... Ja. Wir müssen jetzt eh nur...
Zeug nacharbeiten. Das, was wir in den vorigen Missionen. Den Endboss müssen wir ja nicht mehr besiegen. Den haben wir schon alle. Will aber nichts spoilern. Wohlbemerkt. So. Das hier. Also erstmal Dateien sammeln, bevor wir uns um den Boss kümmern. Wir müssen ihn da erstmal ja draus aus dem Kristall befreien. Ich glaube, hier war eine Datei drin. Und ich glaube, es gab wieder, gibt wieder zwei Dateien zum Boss. Ne, drei Dateien. Oh, hi. Ups, Mann. Sag mal die Daten her, die du eingesammelt hast. Also mit Sicherheit zum Boss. Ja. Ja, das spoilert den Namen. Zerstöre den Kristall und greife ihn an seiner empfindlichen Stelle an. Ja, das haben wir schon, habe ich ja schon gerade gesagt. Ich den Stift gerade nicht rein. So, okay. Wenn du schon da oben bist, kannst du auch gleich die zweite Datei holen. Obwohl. Der. Oh ja, der Name wird eh trotzdem gezeigt. Na egal. Schlammstampfer nennt sich der Boss. 1. Störst du sein Gleichgewicht, geht er zu Boden. Ja. Wie gesagt, ist ja nicht das erste Mal, dass ich den zocke. Erstens habe ich schon oft genug in der Vergangenheit gespielt und zweitens vor kurzem mit Wally im Mission-Modus. Logbuch 1. Oh, dieses unerträgliche Schiff. Es mag einmal das Beste auf dem Markt gewesen sein, aber es ist kein Vergleich zu meiner geliebten Dolphin. Doch um sie wiederzubekommen, muss ich Schätze finden und unsere Schulden abstottern. Captain Olima. Na, dann komm mal her hier. Darf es nur, dürfen wir nur keine Fels picken und hier in die Pfützen hier latschen. Wäre sehr traurig. Ja, dann muss ich kurz hier durch. Man kann sich ja wahrscheinlich schon denken, wer der Boss ist. So. Hi. So, das ist der Schlammstampfer. Ich habe böse Erinnerungen wegen dem Missionenmodus, denn der hat mich in Missionenmodus einmal sehr krass geowned mit einer gewissen Attacke. Kommt aber erst später. Ich brauche hier die ganze Zeit Spoiler, ey, unglaublich. Oh ja, die Videos eh sehen, die wissen schon, was ich meine. Beziehungsweise kann ich mich erinnern, dass der Boss sogar im Multiplayer extrem geleckt hat. Das war krass, wie krass da die View beansprucht wurde. Klar, wir wissen zwar, dass die View jetzt nicht wirklich die stärkste Konsole ist. Ey, kommt raus da. Okay, dann haut halt ab. Dann geht halt. Wenn ich so blöd seid, um mich auf dich zu hören, dann selber schuld. Ja, wirklich, der Multiplayer da wurde die View hier bei dem Boss unschön beansprucht. Wie gesagt, das ist ja auch nicht die stärkste Konsole, ist klar. Kann noch nicht alles. Ja, anders bei einer PS4 oder so. Oh, was hat dann? Oh ja. Das war schon echt krass, wie da das Spiel rumgeleckt hat. Aber ich gesagt, ich bin jetzt ja im Singleplayer-Mode. Hier passt es noch. Hier hat die Wii U keine Probleme mehr, zum Glück. Okay, war die Klasse, hat die wieder abschüttelt. Wesens hören die Wesens. Hier hast du die Felspigment von vorhin. Okay, schnell! Okay. So, immer, die gelten aber nicht als tot, okay. So, wir haben so viel. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben so viel von dem Ultra-Motivier-Spray. Können wir nutzen, aber ja. Wenn er unseren Angriff abbricht mit seinem eigenen, dann kriegen wir nichts. Außer wenn er so den Mund aufmacht. Ich würde sagen, jetzt ist schon. Ja, 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 jetzt macht er. War eine gute Entscheidung. Wir sind tot. Ja, die zwei sind tot. Okay, steht auf, er steht auf. Schnell runter. Okay, die beiden sind tapfer. Die schlagen noch weiter drauf. Ah, jetzt wollen sie aber runterschmissen. Leider auch die größten Männer können das nicht durchhalten. Okay. Sehr nice. Oh, kommt schnell her. Schnell, aber ganz schnell. Er macht aber nicht seine große Spezialtechnik. Die macht er erst, wenn er irgendwie so über die Hälfte? Nee. Wenn er irgendwie so drei Viertel nur, ein Viertel nur noch hat. Dann müsste er mit seiner Spezialtechnik kommen. Dann
Da hat er mich im Multiplayer echt getötet. Weil die konnte zum Glück sich in Sicherheit bringen, aber... Ja, ich habe das nicht überlebt. Okay, komm her, komm her, komm her. Ist drauf. Spray. Ah, okay. Kannst sein lassen. Ich glaube, ich drehe einmal vollkommen durch. Nee, noch nicht. Erst ab der Hälfte. Das macht er ab der Hälfte. Hier also einmal mit seiner Zunge. Einmal komplett durch hier schlecken. Also jetzt. Würde ich auch sagen, stoppen mal kurz. Ja, genau. Komm schnell, du bist untermotiviert, Spray. Ja, okay, gut. Wenn du da nur genau drin rennst, das ist er eigentlich selber schuld. So, kommt hier doch irgendwo rum. Ich sehe jetzt keinen. Das ist nur der eine, der gestorben ist. Okay, aber wir schaffen den Boss nicht. Okay. Er steht wieder auf. Hm. Mehr schaffen wir leider nicht. Wir waren alle bei mir, ne? Na, ist egal, den Rest machen wir dann am nächsten Tag. Will nicht riskieren. Bis morgen. Machen wir natürlich aber alles in der Folge. Wie gesagt, es wird heute eine lange Folge. Wir müssen alles schaffen, was ich in der Originalfolge gemacht habe. Quasi müssen 5 Tage durchhalten. Hier auf jeden Fall den Hauptboss besiegen. Hier alles beenden hier. Und Wald des Anfangs oder wie er hieß, das Anfangsgebiet. Das müssen wir auch zu 100% voll vollschicken. Sonst den Rest haben wir dann in der nächsten Folge gemacht. Also Eis oder Verwirrung und Fluss der Veränderung. Das haben wir beides dann in Part 29 dann alles gemacht. War noch nur ein Kandidat. Einer, der noch ein Blumenpigment ist. Vielleicht lassen wir den noch ein bisschen gedeihen. Oder? Ach, lass sein. Der eine fällt auch nicht auf. So. Passt. Ich glaube, der ist raus. Oder? Nee, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, wo der herkam. So. Wollen wir beenden? Ja, komm, wir beenden. Desto kürzer die Folge wird, desto besser. Wird nämlich schon schrecklich genug, das hochzuladen. Ist ja immer so eine Sache mit den extra langen Folgen. Dauert halt lange. Ich habe jetzt schon genug und ich habe jetzt schon genug Parts zum Hochladen. Irgendwie so 6 oder 7 Folgen, die ich mit Walli am Wochenende aufgenommen habe. Und ja, eventuell will ich heute auch noch eine Just Shapes and Beats Folge hochladen. Beziehungsweise aufnehmen. Erstmal aufnehmen. Hochladen werde ich heute bestimmt höchstens eine Folge von dem Mission Pikmin 3 Mission mit Walli. Vielleicht eine Folge. Aber ja, sonst werde ich eh nichts mehr schaffen heute. Wie gesagt, höchstens dann halt noch eine Just Chats and Beats Folge aufnehmen. Da hätte ich schon Bock drauf. Aber erstmal habe ich die lange Folge Pikmin 3 vor mir. Und ja, das kann man mischen. Versuch's doch einfach. Hier, mit dem roten Zeug. Sieht doch lecker aus. Nom. Und jetzt ein Glas hiervon. Und sind auch nur bei 7, weil wir halt erstmal unsere Vorräte von Louis wieder bekommen müssen. So war die Story. Sad Story. Hätte die Vorräte geklaut und die olle Quietschende von Charlie. Warum auch immer. Was auch immer er damit anfangen will. Lol. Habe ich mich aber schon immer gefragt, warum? Warum? Warum mag der eigentlich die olle Quietsche-Ente? Das ist so unnötig. Als wir Spur von Olimar, den Dieb unserer Nahrungsvorräte, folgten, wurden wir von einer Kreatur unglaublichen Ausmaßes angegriffen. Man könnte fast denken, einem Wald auf 4 Beinen gegenüberzustehen. Sollte diese Kreatur auf uns treten, würden wir sie zu Brei zerstampft. Jam, Brei. Ach. Ja, muss ich ja. Jetzt kommen wir ja nicht weiter.
würde zu gerne den Speicher aufbewahren, also saven hier. Aber leider muss ich den jetzt so, also das Ganze vom Empos und so, muss ich jetzt leider löschen. Tut mir leid. Aber der Rekord bleibt ja gespeichert. Der bleibt ja gespeichert. Naja, ich bin so zufrieden war ich mit dem Rekord auch nicht. Hätte besser laufen können, aber ja. Wir haben das versucht, was ging. Das heißt erstmal den Endboss killen. Nicht den Endboss, das laber ich. Den Boss killen, den Schlammschlampfer, und dann geht's zum Fall des Anfangs. So, let's go. Jetzt brauchen wir auch nur noch blaue. Hunderte Armee. Los geht's. Hier können wir auch schon mal ein bisschen anfangen, weil wir brauchen ja auch definitiv nicht den ganzen Tag für den Boss. Und da können wir uns jetzt halt ruhig ein bisschen Zeit nehmen und hier ein bisschen blaue vermehren. Die brauchen das auch. Auch wenn sie jetzt vom Boss verdammt viel bekommen werden. So 50 oder so. Trotzdem kann man nie genug bekommen. Oh ja, hier auf jeden Fall. Oh ja, das ist richtig gut. Die fehlen mir jetzt zwar alle beim Boss, aber komm, damit kann ich leben. Passt schon. Ist jetzt auch ein paar Blattpigmen leider am Start. Aber wie gesagt, müssen wir leider mit leben. Haben halt die Blauen erst in dem Gebiet hier bekommen. So, okay, los geht's. Schließen wir wieder in die Mitte. So. Erstmal beiden wieder strapazieren. Perfekt. War schon meine erste gute Runde. Oder ein erster guter Angriff. War irgendwie klar, dass er zuerst angreift. Irgendwie war es klar. Jetzt geht er einmal drum rum. So. Und fertig. Down. Eventuell. Down. Ja. Er wollte gerade nochmal angreifen, aber hat er nicht geschafft. Ja, keine Chance hat er. Das war perfekt. Oh, das ist Olima. Nein, Louis. Ob es ihm gut geht? Das ist ein Raumschiff. Da muss Olima gehören. Sieht mir nicht mehr flugtauglich aus. Ja, von den Pikmin 2 Schiffen müssen wir uns endgültig verabschieden. Wir sollten erst einmal umkehren und Olima zur Drake bringen. Oh, und er ist halt eh die ganze Zeit nur in Pikmin 2 gelabert, also. Was ja auch langsam mal ein Reloaded verdient. Aber erstmal muss ich ja Pikmin 2 1 reloaden. Und da habe ich ja bisher nur eine Folge geschafft. Eine extrem lange. Und ich habe auch vorgehabt, hier von Pikmin 1 jetzt ziemlich lange Folgen zu bringen. War ja die Folge, wo ich ein bisschen angetrunken war und einen Haufen Scheiße gelabert habe. Erinnere mich doch ganz genau dran. Okay, gut, war ja auch nicht so lange her. Ist auch nicht schwer, sich daran zu erinnern. So, du bist hier am Start. Haben auch tatsächlich alle überlebt, sind alle 100 noch am Start. Finde ich super. Da waren ja auch nicht mehr viele Leben, die der Boss gehabt hat, also. War schon klar, dass es schon schnell geht. Den Großteil haben wir schon davor gemacht. Können wir den Rest höchstens noch ein bisschen nutzen, um Blau ein bisschen zu vermehren. Na, egal. Hier gibt es nämlich ein paar Kandidaten, zum Beispiel den Deppen hier. Den können wir zum Beispiel kurz eliminieren. Vollkommene Eliminierung! Bam! Einfacher kann es nicht sein. Zack. Und das verfehlt. Na egal. Ich muss erstmal ein bisschen Platz schaffen. Oh, Louis schon da. Ja, Objekt geborgen. Sehr schön.
Oh, da kommt eine Nachricht von der Drake. Sehr schön. Freuen wir uns doch alle. Analyse wird durchgeführt. Achtet. Essensdieb. Lebensformen befinden sich in künstlichem Tiefschlaf. Besitz der Lebensformen, Tagesration an Nahrung 39, Plastik-Kinderspielzeug 1. Warum auch immer. Sag's ja immer wieder. Keine Ahnung. Dann war es also wirklich Onima, der unsere Nahrung gestohlen hat. Und sogar das Entchen, wie der Captain so hängt. Heute Abend müssen wir ihn aufwecken und fragen, was das sollte. Wäre eine Option. Aber erstmal versuche ich hier Platz zu schaffen, damit hier auch mal ein paar gedeihen können. Verpisst euch alle, so. Schön viel Platz machen hier, damit ihr auch schön was gedeihen könnt. So, aber die nehme ich noch. So. Dann wächst und gedeiht, meine Kleinen. So, ein Fünfer. Und Feuergegner. Oshi, bist du auch wieder da? Nö. Der hat sich verabschiedet, okay. Dann halt nicht. Ja, aber die Feuergegner sind da. Cool. Der Froschi lebt nicht mehr, aber die ganzen Feuergegner sind am Start. Geil. Kannst du mal, können wir auch gestohlen bleiben. Na ja, gut. Ja, eigentlich könnte ich jetzt schon den Tag beenden, aber wenn ich schon noch ein bisschen die Laune vermehren. Auch halt Blumenpigmen her. Hast ja gesehen, wir hatten schon bei der 100er Armee hatten wir schon Blattpigmen am Start. Das darf eigentlich nie sein. Oh, wer haben wir denn hier? Da haben wir doch einen perfekten Kandidaten gefunden. Die Blasen sind eh egal, die ersaufen da eh nicht. Beziehungsweise habe ich sogar halt auch im Multiplayer tatsächlich gemerkt, als da Rote oder so eingesperrt waren, die sterben da drin tatsächlich gar nicht. Ich dachte, die ja keine Ahnung, was da los ist. Oh, nö. Bei dem ist es anscheinend vollkommen egal, mit dem man den angreift. Ich habe gedacht, dass sie halt in der Blase halt im Arsch sind. Sag ich es mal so. Weil saufen klingt irgendwie dämlich. Aber ja, dass sie im Arsch sind, aber nö. Die sind einfach wirklich nur da, damit die Pikmin da ein bisschen rumfliegen können. Sterben können die dadurch nicht. Gut. Habe ich den Gegner tatsächlich überschätzt. Die ganze Zeit. Moment. Ist mir tatsächlich damals nie aufgefallen. Okay, jetzt muss ich ja kurz Platz schaffen. Wenn wir unsere volle Armada haben wollen. Okay. 71 haben wir jetzt. Okay. Aber was zu tun gibt's hier nicht mehr. Ich mache mal hier so dann weiter so, damit die Zeit trotzdem weitergeht. Da können wir sich ein paar Wassergegner gönnen. Hier halt die Feuergegner. Aber da jetzt extra rote Pikmin holen. Beziehungsweise es geht ja auch mit blauen, ja doch. Aber da ich ja nicht so viel damit ins Feld nehmen kann. Weil halt viele hier im Boden sind. Ja. Hier ist auch ein Feuergegner. Waren hier drüben. Steingegner, ne? Zumindest waren sie hier. Jetzt sind sie hier zumindest nicht mehr. War eine Höhle. Diese Wasserviecher, genau. Ob die noch leben? Glaub nicht. Weil sonst würde doch da Wasser, also drumrum so ein Wasserkreis drumrum sein. Dass noch Leben drin ist. Aber eigentlich müssten die alle tot sein. Oh, was ist das denn? Ja, mehr müsste eigentlich hier nicht sein. Heißt, es höchstens nur noch warten, bis die Pikmin hier gedeiht sind. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Na, entdecken wir noch ein bisschen. Gehen wir noch ein bisschen erkunden.
Obwohl, hier könnte ich noch ein bisschen holen. Ich könnte mal kurz dahin gehen, wo Dings hier war. Wo die Viecher sind hier, wo wir gerade eben geguckt haben. Die wirklich tot sind. Müssten tot sein. Nein, die sind nicht tot. Okay, das ist schon mal... Aua. Das ist schon mal bestätigt. Der auch. Ah, der Boss ist tot. Ja, der Boss ist tot. Der war auch noch so ein großer. Aber der ist tot. Aber die leben hier. Hi. Na, die wären eventuell noch möglich, mit dem Blauen zu killen, aber nee. Nee. Ich würde höchstens noch die eine Blume holen, da, die wir da gesehen haben. Warte. Kann ich schlagen? Nee, kann ich nicht. Gegen Pilze kann ich nicht schlagen. Die gelten nicht als Gegner, weil es stand extra da. Es geht, schlagen geht hier in diesem Spiel nur in der Nähe von Gegnern. Pikmin 1 und ich glaube auch in Pikmin 2 war es so, dass man hier über immer schlagen kann. Immer wenn man keine Pikmin griffbereit hat. Aber hier kann man nur schlagen, wenn man auch wirklich Gegner vor sich hat. Aber bei Blumen geht's, bei Blumen geht's zumindest. Die gelten als Gegner halt. Ja, komm, dann gehe ich jetzt noch mal kurz einen blauen holen. Der schleppt hier die eine noch ab. Wenn jetzt halt die zwei jetzt aus der Reihe tanzen und nicht Blumenpigment sind, dann soll mir das auch egal sein. Ja, jetzt fängt es langsam an. Jetzt fängt es langsam an mit den Knospen zumindest. Schön. Aber warte, eine Sache können wir doch noch besprechen, oder? Come on. Gibt's ja nämlich so einen Fotomodus hier. Genau den hier. Kannst du mit dem Gamepad machen. Okay. Ah ja, so. Hi. Kleiner. Was geht denn? Hm? Hi. Schausten. Schau mal in die Kamera. Perfekt. Geil. Warte. Mimio Server steht nicht mehr zur Verfügung. Ja, ist mir klar. Leider posten kann man den Scheiß leider nicht mehr. Was? Aufgenommene Fotos werden auf dem Gebietsauswahlbildschirm angezeigt. Was? Warum denn das? Das wusste ich aber auch nicht mehr. Guck mal da. Es kommt doch dran, wie ich das Gamepad halte. Wow, das ist ja hammermäßig, was man ja machen kann. Guck mal, die Drake steht schief. Wow, Mann, macht das keinen Spaß. Ist das scheiße. Nein, Auslöser, fuck. Da habe ich auch so auf den Auflöser gedrückt. Jetzt habe ich ein scheiß Bild von Brittany, fuck. Kann man die Fotos wieder löschen? Blitz. Oh, kann man Blitz aus- und anmachen? Tatsächlich, stimmt. Ja, okay. Ist jetzt egal. Okay. Nein, ich will nicht auf dem Gamepad spielen. Ich wollte es nur kurz zeigen mit dem Fotomodus. Haben wir ein paar scheiß Bilder gemacht. Ja, okay, gut. Das mit dem Pikmin war gar nicht mehr schlecht. Das hat schön in die Kamera geschaut. Ganz niedlich. Aber ja, sonst war es eigentlich Müll. Boah, jetzt machen wir mal langsam mal hin hier. Das Zeitdruck wächst jetzt. Ich will jetzt hier nicht mit, nur mit Knospenviechern rausgehen. Bald euch. Und noch mehr Fotos will ich nicht machen, also das war also eine schöne Zeit. Verschwendung, wohl eher. Aber ja, noch mehr Fotos will ich nicht machen. Kommt eh nur Scheiße raus. Aber also, wie gesagt, das ist ein nettes Feature. Weil man halt den Gamepad machen kann. Oh, 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 es geht los. Es geht los. Die wachsen heran. Pünktlich. Na? Wer will noch? Ich sehe noch 5 oder so. 6, 7. Dann kommen die letzten noch.
Also die letzten zwei müssen nicht. Die letzten zwei, die noch hingeschleppt wurden, die müssen nicht. Da kommen noch ein paar. Nicht? Egal. Auch genug Zeit, um die da alle rauszupflücken. Es wird schon ewig genug dauern. Ich bin schon einmal passiert, dass der Countdown kam und ich die fast alle nicht rauspflücken konnte. Wenn es im Video drin war, nicht, dass es in der Folge. Kann auch sein, dass es in der Folge war. Die verloren gegangen ist halt Part 28, der originale Part 28. Also dass es da drin war, aber ja. Bin mir da nicht sicher, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir zum Glück pünktlich alle bekommen. Süße, bei dem Video habe ich auch alle bekommen, aber erst in allerletzten Sekunde. Da war gerade 0 und dann konnte ich doch gerade so noch alle die letzten noch pflücken. War sehr knapp, aber das ging noch. Da habe ich noch pünktlich genug angefangen. Ich glaube, da habe ich auch erst angefangen, als dann die 10 kamen. Da habe ich dann ganz schnell doch alle angefangen zu pflücken. Und da halt sehr, sehr viele waren. Da war ich dementsprechend erst fertig, als dann schon die 0 am Start war. Und es dann beinahe schon geendet hätte. Nun haben wir den Tag durchgezogen. Aber haben dafür mehr blaue Pigment. Zum Arbeiten. Für den Endboss brauchen wir ja nicht mehr, der ist ja fertig. Ich mache jetzt nur die eine Folge wieder gut. Damit ich hier hochladen kann, aber ja. Den Endboss brauche ich ja nicht nochmal machen. Da habe ich den Abenteuermodus abgehakt fürs Let's Play. Da fehlt dann eigentlich nur der Bingo-Duell. Wie gesagt, hier die Mission haben wir jetzt ja auch fertig. Da haben wir jetzt die letzten gemacht. Jetzt, und also auch Bosse und sowas alles haben wir jetzt alles fertig. Zwar nicht alles mit einer Medaille so, haben ein paar bei besiege Gegner besiegen, haben wir so ein paar Medaillen, ein paar so drei Missionen oder so, wo wir keine Medaille haben, wo wir zu schlecht waren. Oh ja, sonst gespielt haben wir alle, da sind wir jetzt fertig. Genauso mit den Bossen. Also wird allerhöchstens noch in Zukunft irgendwann mal, wenn Vali mal Bock hat, Bingo Duell, habe ich auch in der letzten Folge von den Missionen gesagt. Aber bislang hat er mir extra gesagt, hat er keinen Bock, weil das gegeneinander. Kann ich noch mal verstehen, das gegeneinander ist jetzt nicht so geil, das Bingo-Duell. Es ist zwar eine geile Idee. Also auf jeden Fall eine hier Leistungssteigerung als in Pigment 2. Da gab es ja auch einen Multiplayer. Da gab es sogar auch Missionen, ne? Also auch ein Challenge-Modus wie im ersten. Bloß der auch halt Multiplayer ging. Pikmin 1 gab es ja auch diesen Challenge-Modus. Das war das Einzige, was wir damals hatten mit Pikmin 1. Also nur Abenteuer-Modus und Challenge-Modus und da war halt auch nur ein Spieler möglich. Hat man halt nur einen Spieler gehabt. Aber ja. Sonst dann erst Multiplayer war dann in Pikmin 2 da möglich und da gab es dann halt auch Challenge-Modus und das gelten dann sozusagen als die Mission von, ja, von Pikmin 2 halt, Challenges halt. Heute gelang es uns, den entflohenen außerirdischen Mokotato Olima zu fangen. So erhielten wir auch unsere gestohlenen Vorräte zurück. Und bitte ist nicht mehr sauer. Was hat er in diesem Gebiet vor? Wollte er den kaputten Raumschiff? Wir sollten herausfinden, was hier vor sich geht. Ja, jetzt würde er sprechen. Und uns zu dem finalen Gebiet führen. Spoiler aber noch nicht, wie Details, für die, die noch nicht Bescheid wissen. In dieser Nacht. Sequenz hatten wir ja schon einmal, da hat Louis gepennt und hat uns am nächsten Tag bestohlen. Das ist also nicht Olimar, sondern ein gewisser Louis. Da muss das wohl das Raumschiff von Olimar und Louis gewesen sein. Dieses riesige Ungeheuer muss es zerstört haben. Hunger! Das ist alles, woran du denken kannst. Ich habe dir doch gerade was gegeben. Jetzt, wo mein Entchen wieder da ist, sieht alles gleich viel besser aus. Warum auch immer du an dem Teil hängst. Ich werde dich nie verstehen. Hört mir überhaupt niemand zu. Morgen müssen wir außerdem rauskriegen, wo Olima ist. So, Tag 30. Noch bis Tag 32 müssen wir fertig sein. Also 33 geht's dann. Ist dann hier, geht dann hier Part 29 los. Also wir müssen noch Part 1 und Tag 1, 3, nee, 30, 31 und 32 haben wir Zeit. Drei Tage haben wir noch Zeit, um jetzt 100% in Wald des Anfangs zu machen.
Wer stimmt, was dieser Louis sagt, müsste sich der echte Odiman in diesem Gebiet befinden. Ja, Turm der Einsamkeit, das ist das Finale. Gibt's auch 0 Früchte, da kannst du dich nur auf den Endboss konzentrieren. Wie gesagt, den gibt's aber erst in Part 30, glaube ich. Ja genau, in Part 29 haben wir den Rest der 100% gemacht und in Part 30 geht dann das Finale los. Das wird dann richtig geil. Da können wir uns endlich unseren Überlichtschlüssel zurückholen. Packen wir es an. Nein, dieses Mal nicht. Ich sag's ja. Wir sind noch nicht fertig. 17 Dinger. Das mache ich ja dann hier. Und die beiden hier mache ich in Part 29. Wir müssen noch um Wald des Anfangs kümmern. Da gibt es 7 Früchte noch. Und ja, das kann was werden. Und da ich ja offensichtlich im Originalpart 3 Tage gebraucht habe, ja, können wir uns auf, ja, auf einen ordentlichen langen Part einstellen. Okay. Also erstmal gucken. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Also hier vorne ist eine Kirsche. Da ist ein Pfirsich. Hier ist noch so eine Höhle, da ist noch was. Okay, hier ist nichts. Da ist noch was. Da ist eine Drachenfrucht, da ist noch ein Krebs und eine Banane. Ja. Das war's. Okay. Was hier? So, das war das, okay. Okay, dann würde ich sagen, gönnen wir uns erstmal die Kirsche und den Pfirsich. Und dann gehen wir, können wir hier durchgehen. Da war ja noch eins, genau. Ja, also erstmal die Kirsche. Oh, einfach nur blaue Pikmin. Auch nur eins, ne? Ja, ist ja nur eine Kirsche, die braucht nur einen Pikmin. Oh, das war aber irgendwie klar, dass der Depp hier ist, ne? Wir sind jetzt einige Zeit nicht mehr hier gewesen. Da, irgendwie war es klar, dass der schon wieder da ist. So, du gönnst dir die Kirsche und schnell Pace durch. Ein bisschen Blumen-Pikmin. Das schaffst du schon. Wir glauben alle an dich. Dass du es schaffst, ohne von den Züngler erwischt zu werden. Nein, du hast mich nicht gesehen. Schnell! 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 Boah, Alter. Ja, fress Sand. Das kannst du ruhig machen. Ich wünsche noch einen guten Appetit. Ja, komm. Wir müssen ja später eh da durch. Also sterben wird auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, erstmal kümmern wir uns um den Pfirsich. Und da müssen wir uns erstmal um diese Wassergegner kümmern. Erledigt sie alle. Nichts mit Hüpfen hier. Die sterben. So. Okay, passt. Wir müssen ja den Pfirsich nämlich hier runtertragen. Ja, den können wir noch mitnehmen. Genau. Kommen hier alle? Hallo? Du. Okay. Ein bisschen fest. Achso, der hing mit dem Gegner fest hier. Hi. Ach, der wollte ihn schleppen oder was? Oh. Hier ein bisschen schwer. Einer muss es ja hinkriegen. Eventuell. Hängt der im Boden fest oder in der Wand? Wow. Na, ja, dann halt nicht. Ein 5er-Knopf bringen will ich jetzt auch nicht mitnehmen. Da hat sie sich umfärbt. Nee, danke. Wäre die nur blau gewesen, hätte ich eventuell überlegt. Aber. Nee. Zeitverschwendung. Ja, mit Blaue haben wir jetzt auch nicht gefarmt. Und wie gesagt, wir brauchen ja auch nicht so viele. Wir sind ja eigentlich, müssen jetzt eigentlich nur dieses Gebiet hier noch vollständig machen. Da sind wir fertig. Ich zumindest. Den Rest kann der Vergangenheitssamtenno übernehmen. Mit seinen Pikmin, die er in Part 29 hat. So, gönnt euch den Pfirsich. Gab's hier nicht sogar einen Rage in dem Originalpart? Ich glaube, hier gab's sogar ein bisschen Rage, weil ich ein bisschen verarscht wurde. Ein bisschen getrollt oder so von ein paar Gegnern. Oder nicht, es gab hier sogar ein Massensterben, glaube ich sogar. Oder sogar. Ja, ich glaube, hier habe ich sogar mal einen übelsten Fehler gemacht und wir sind verdammt viele Nacht gestorben, kann es sein? Oder war es beim Endboss? Ich weiß nicht. Kann sein, dass es auch beim Endboss war. Hm. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn? Hä? Seid ihr völlig dämlich? Reaktiv ich ja. Ja, lass ihn doch in Ruhe. Tsch.
Hey, so geisteskrank. Schau dich die an. Immer den Viechern hinterher. Immer den Viechern hinterher. Ja, nicht, dass ihr euch da zu den... Okay, kommt zurück. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Wenn einer so schlau ist, könnte noch den da holen. Wenn einer so schlau ist, könnte mal den da holen. Genau, während er gerade weggeht. Was machst du denn? Keiner hat dir die Aufgabe gegeben, da zu pflücken. Du Lappen. Benimmt sich gerade wie Louis 2.0. Richtiger Lappen. Nein, natürlich nicht. So schlimm ist er auch nicht, aber... So schlimm wie Louis ist keiner. Aber... Ja, das war schon eine dämliche Aktion. Lass sie doch einfach am Boden, dann wachsen und gedeihen die doch. So. Ja, bleiben wir bei dem Blauen, ne? Ja. Müssen wir durchs Wasser durch. Jetzt sind wir mit einer 55er Armee. Denn jetzt müssen wir uns schließlich um diesen Arsch hier kümmern. Komm ran hier. Nicht fressen, mein Lieber. Solange nicht fressen kann, ist alles gut. Ich glaube, er konnte aber fressen, oder? Nee, der konnte nicht fressen. Ich konnte alle retten. Ich habe alle 50 noch. Gut. Ah, warte, warte, warte. Ich glaube, der hat mich abgefuckt hier. Kann es sein? Also, ich glaube, er war einer der Gründe. Jetzt lebt nämlich noch einer. Ich glaube, den habe ich vergessen. Und dann kam es dazu, zu der Konfrontation, dass er hier auf dem, wo wir gerade da rausgekommen sind, die Pikmin gekillt hat. Und es dann ein bisschen frustrierend war, dass er da die ganze Zeit da am Killen ist. Das ist mir dann erst später aufgefallen, als ich dann hier aus der Höhle rauskam. Und ich dann gemerkt habe, dass da irgendwas faul ist. Dass da nicht alle ankommen, beziehungsweise dass da ein paar Pikmin sterben. Da kommen ja immer so eine Benachrichtigung. Oh! Ich höre Pikmin sterben oder so. Keine Ahnung. Irgendwo sind Pikmin in Gefahr oder so. Irgendwann sagt ein Alf oder so. Oder dementsprechend der Charakter, den man gerade spielt. Irgendwas war da dann. Da war dann halt dieser Depp da im Weg. Diesmal habe ich vorgesorgt, der ist tot. Kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Zunglas down, also eigentlich dürfte jetzt kein Gegner mehr am Leben sein. Mhm. Perfekt. Boah, Wasserviecher. Die. Okay. Fliegen ein paar Viecher auch durch die Gegend, also zumindest Pikmin. Ja, bringt die mal zum Schiff. Genau, macht da richtig. Was macht ihr da? Faul rumstehen? Ja, nee, das ist nicht. Okay. LOL! Okay, das war geil. Good job. Keiner hat euch gesagt, dass ihr die killen sollt, aber gut, okay, gut. Alles super. Aber der lebt noch. Der muss noch ermordet werden. Ja, brauchst du nicht so durch die Gegend hüpfen. Bam. Down. Oh. Hallöchen, den kennen wir aus dem Missionsmodus. Ui, halbe Tag ist um. Da brauchen wir Felspikmin. Logischerweise. Dementsprechend sind hier auch Blumen zum Umändern. Die müssen wir jetzt machen. Ich glaube jeweils 5. Ich muss erstmal seine Kristallhülle da kaputt machen. Okay. 20 Stück. Müsste reichen. So, ich glaube, Pikmin zerquetschen kann er nur, wenn er seinen Kristall da hat. Weil der Kristall kaputt ist, müsste er eigentlich keine mehr zerquetschen können. Aber hier ist halt das Problem, dass halt die ganzen Felspikmin ins Wasser fallen können. Okay, aber schon mal einer, schon mal kaputt. Zwei. Oh, wir haben's. Uah.
Okay, alle raus da. Lass die Blauen rauf. Muss ich auch schön Schaden machen. Macht da seinen Kopf groß. Bam, down. Okay. Absolut kein Problem, der Dulli. So. Und der Rest Felspigment hier wieder umfärben. Dafür sind dann die blauen Blumen da. Oh, das ist noch eine Geheimdatei. War das nicht sogar eine, die ich übersehen habe? Ich glaube, es war einer der drei, die ich übersehen habe. Muss ich ja dann in dem extra Part dann nachholen. Komm ja, hier ist sie nochmal zu sehen. Ich werde es auch wahrscheinlich nochmal einsammeln. Aber wie gesagt, stellt euch darauf ein, ab Folge 29 wird die dann fehlen. Da im Originalpart habe ich sie nicht eingesammelt. Wie auch immer ich die übersehen konnte. Aber hab sie dann in der extra Folge dann nochmal angezeigt dann. Jetzt sammeln sie einfach mal ein. Ich weiß eh, dass es eine extra Datei, also so eine Geheimdatei sein wird. Also werden wir da eh nicht viel erfahren. So, 9. Okay. Und was wir mit denen anfangen können, erfährt man auch in der zweiten extra Folge. Da wird es die Enthüllung geben. Beziehungsweise auch allgemein in extra Folgen. Ich glaube, es wurde es ja auch schon im ersten extra Folge enthüllt, aber wirklich was gefunden haben wir erst in der zweiten extra Folge. Also wie gesagt, einfach, wenn ihr mehr davon wissen wollt, einfach die extra Folgen angucken. Da dreht sich um die Geheimdateien, um die restlichen Geheimdateien. Dann letztendlich auch um, was die Dinger bringen. Aber ich kann es jetzt schon mal sagen, nicht viel. Also was wirklich was Besonderes bekommt man da jetzt nicht. Aber ist ja irgendwie klar. Wir bekommen aber bei Nintendo irgendwie immer nur Scheiße. Als Belohnung für irgendwelche 100% oder so. Ist nicht neu. So, okay. Jetzt haben wir die schon mal. Jetzt ist die Frage, wo es jetzt lang geht. Können uns die Drachenfrucht eventuell holen? Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal. Oder brauche ich rote? Verdammt. Ich glaube, der Krebs hat mich zum Ragen gebracht, glaube ich. Genau, der hat mich abgefuckt. Der Krebs, der ist böse. Ich glaube, bei dem bin ich ein bisschen ausgerastet. Da kann ich mich jetzt dran erinnern. Aber ich würde sagen, wir gehen ja hier hin. Genau da gehen wir hin. Da brauchen wir auf jeden Fall Flügelpigment. Aber sonst blaue. Ich sage so. Mehr geht nicht. Weil zu viel im Boden sind. Eventuell da auch so eine Dinger sind zum Rausziehen für die Flügelpigmen. Oh, stimmt, du lebst ja auch noch. Stimmt, na egal. Daher, warte mal. Ich bringe das im Schiff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Da haben wir aber nicht mehr so viel Zeit. Ja, wollte gerade sagen. Beziehungsweise kommt sogar gleich der Timer. Ich glaube, ja. Da lohnt es sich mehr dahin zu gehen. Schade. Dann gucken wir hier, dass wir noch ein paar bekommen. Oh, was steht denn hier eigentlich einer rum? Fällt mir so nebenbei auf. Der wäre sonst tot gewesen. Ja, stimmt, okay. Ja, wollte gerade sagen, ob ich der eine, der hier noch trägt, der ist noch. Okay, jetzt sind aber alle safe. Wir müssen mir mal vorstellen, hier unten. Wenn der gestorben wäre nachts. Hätten der nur aber eine Schwerte von mir bekommen, ey. Das wäre traurig gewesen. Beziehungsweise kriegt er nur eigentlich, kann eigentlich nicht nichts dafür, ist meine eigene Dummheit. Ja, dann raste ich halt aus, dann wäre ich sonst auskrass. Dann hätten wir auch unser Freakout hier in dem, sag ich mal, Reloaded oder so bekommen. Aber mal schauen, wie es beim Krebs läuft. Werden wir am nächsten Tag dann sehen. Wie gesagt, wir haben danach noch jetzt noch 2 Tage Zeit, den Rest zu holen und dann mal schauen. Beziehungsweise mit der Drachenfrucht, da muss ich noch
Ah ne, da habe ich auch Probleme gehabt, ne? Ich glaube, ich habe versucht, da mit Flügel-Pikmin ranzukommen. Aber letztendlich hat es dann nichts gebracht. Ich glaube, da kommt man mit Flügel-Pikmin nicht ran. Stattdessen muss man da irgendwie mit gelben Pikmin arbeiten. Beziehungsweise kommt man schon mit Flügel-Pikmin ran, aber... Man muss da erstmal Flügel-Pikmin hochwerfen auf diese Ebene da. Das war hier, warte, ich zeig's mal kurz. Hier, da muss er erstmal da hoch. Da. Die Plattform, da muss man rauf, also erstmal Pikmin da hochwerfen, damit man da dann Flügel-Pikmin hochschicken kann. Ah ja, aber um erstmal das hochzubekommen, muss man halt da rauf machen. Und ich habe da irgendwie versucht, von da unten da gelbe da hochzuwerfen und das hat irgendwie nicht geklappt. Und erst später habe ich dann gecheckt, da ist ein Pilz. Da muss man die auf den Pilz werfen, den habe ich davor irgendwie nicht gesehen. Das war auch noch ein Großteil, warum ich so übelst ausgerastet bin, weil ich mega dumm war und diesen doofen Pilz da nicht gesehen habe. Sonst ist es eigentlich total einfach da dann. Gelbe darauf werfen, damit man der Charakter da hoch geht, weil man kann da auch keinen hochwerfen. Und dann da mit dem Flügelpikmin, die da auf die Plattform da oben hochgeworfen hat, kann man die dann da oben holen, die Drachenfrucht. So funktioniert das zumindest. Ich würde sagen, wir machen auch... Ah, nee, stimmt, wir müssen ja das eine machen. Dann würde ich sagen, machen wir... Gehen wir erstmal dahin. Hier in die Höhle da. Dann gehen wir die Drachenfrucht holen und dann gehen wir hinten den Rest abholen. Wenn es der Rest ist. Muss aber der Rest sein. Ich glaube, es fehlt nichts mehr danach. Wir können mal kurz gucken, hier Früchte. Da gibt es ja noch ein neues, der Netzballon hier. Was wollte ich jetzt noch? So, stimmt. Ah ne, das kann man hier gar nicht sehen. Ja, egal, egal. Komm, machen wir weiter. So. Haben jetzt auch schon fast eine Stunde. Aber so ein bisschen Restzeit, um jetzt hier... zu reißen. Also um den Rest hier zu holen. So, und selbst wenn ich jetzt mit Tag 31 dann schon fertig bin, ja, der 29. Part wird dann eh am Tag 33 dann erst starten. Ist zwar ein bisschen dann komisch, aber ja, kann ich jetzt nichts anderes machen. Ich habe mich halt einfach im Originalpart halt irgendwie scheiße angestellt und habe dann... hier für 3 Tage gebraucht. Mal schauen, vielleicht können wir das hier schon in 2 Tagen reißen. Wie gesagt, habe ich aber auch dumm angestellt. Wie gesagt, habt ihr bei der Drachenfrucht habe ich auch nicht rumgefailt. Da habe ich noch irgendwie da Probleme beim Krebs gehabt. Der wollte irgendwie nicht gehorchen. Hab's ein bisschen Rage. Oder ja. Dementsprechend war es ein ordentliches Durcheinander. Hat ordentlich Zeit gefressen. Also ja, ich kann es verstehen, dass ich da einmal erstes 3 Tage gebraucht habe, um ihn fertig zu machen. Aber ich sag's, jetzt, wenn ich es jetzt in 2 Tage fertig mache, ab dann ist voll Start ist eh bei Tag 33. Daran kann ich nichts mehr ändern. Ist ja alles schon hochgeladen, der Rest, Finale und sowas alles. Nur jetzt den Part hier und die Mission muss ich, Restpart von Missionen muss ich noch hochladen. Und ja, wie gesagt, Bingo-Duell hat bisher Wally kein Bock. Da kann ich aber vollkommen verstehen. So gut finde ich Ming-Duell nicht. Es war eine neue Idee, wie gesagt, so ein Pikmin 2. Also halt sowas ähnliches wie Pikmin 2, bloß halt... In Pikmin 2 war es mit Murmeln. Da muss man ja Murmeln sammeln. Da hat dann jeder eine... seine eigene Murmel am Schiff gehabt und ja, die konnte der Gegner dir stibitzen. Da hat man sofort gewonnen. Man hat so, musste sowieso 4 oder 5 Murmeln sammeln. Und entweder hat man die halt irgendwo gesammelt halt auf dem Feld. Oder man hört halt die gegnerische Murmel von seiner von der gegnerischen Zwiebel. So kann man auch gewinnen. Da hat man sofort gewonnen. Aber ich glaube, zu dem Multiplayer von Pikmin 2 habe ich glaube ich auch schon was gebracht in meinem Original-Let's Play. Da habe ich glaube ich schon ein bisschen was für Multiplayer gebracht zu Pikmin 2. Mit Rico glaube ich war es. Also ist auch auf meinem Kanal. Vielleicht mache ich es irgendwann noch mit Wally, aber ja, ich glaube, der hat nicht so Bock drauf. Wenn er schon auf Bingo-Duell keinen Bock hat, dann würde er darauf wohl erst recht keinen Bock haben. Rico hat sich das da mal angetan, aber ja. Ich glaube, er hat sogar einmal gegen mich gewonnen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich meine Erinnerungen nicht täuschen. Ich habe beobachtet, dass sich das Blatt auf dem Kopf der Pikmin zuerst zu einer Knospe, dann zu einer Blüte wandelt. Wenn man Pikmin-Keime nicht pflückt, sondern sie im Boden belässt, geschieht dies nach einer Weile automatisch. Sie ähneln darin Pflanzen, doch wenn man sie pflückt, wirken sie wie Tiere. Eine wirklich interessante Lebensform. Jo. Schön, bitte. Schön, dass du das merkst.
Aber jetzt habt ihr zu tun, jetzt habt ihr Besseres zu erledigen, als darüber nachzudenken. Jetzt wird gerackert hier, aber richtig heftig. Haben wir 2 Tage Zeit dafür. Das ist mehr als genug. Ja, hier weiter. Hier Früchte noch. Also natürlich die Banane. Die Frucht, die der Krebs noch hat. Die Drachenfrucht. Und ist eine in der Höhle. Ja, genau. Dann passt. Erstmal gehen wir in die Höhle. Wenn wir jetzt durchstarten hier. Erstmal pflücken. 44 blaue sind hier entstanden. Ja, noch andere. Ne, ich habe nur blaue vermehrt, ne? Glaub schon. So. So, wie viele nehmen wir denn mit? Oh, sind schon einige blaue entstanden. 40 und 20 Flügel, genau. Jetzt können wir sogar 5 Flügelpigmen mehr mitnehmen, weil wir halt jetzt keine Pigmen mehr im Boden haben. Das ist sogar ziemlich gut, dass wir jetzt erst dahin gehen. Dahin gehen. Das gleiche nebenan hier. Einfach hier durch. Und hier geht es hier da oben über die Brücke, genau. Lustiges Detail. Anstatt dass sie sich unter die Brücke durchquetschen, das ist schlau und gehen oben drüber. Ganz nice. Aber erstmal diese Viecher. Können auch fliegen, also Obacht. Oh, der andere mischt sich ein. Hey! Boah, der bedient sich hier. Töte den doch einen doch erstmal. Was ist los hier? Nervige Viecher, Alter. So, jetzt. Okay. Jetzt der zweite. Flügel pickt man schon mal rauf. Alle erstmal alle zu mir. Boah, wie viele sind denn gestorben, ey? Sind schon. Wie viele? 7 sind so gestorben. Okay, okay. Der wollte fressen, aber der konnte nicht. Ey, Leute, könnt ihr mal wieder zurückkommen? Ich brauche euch. Flügel pickt man auf ihn. Genau, schmeißt ihn runter. Perfekt. Bam, perfekt. Sind zwar 7 blaue gestorben. Ja, genau. Oh ja, Sad Life. Die sind schon echt fies gewesen. Aber warte, waren nicht hier auch irgendwo Gegner drin? Ja, ich glaube, die wurden von den. Die haben auch ein paar Flügelpigmen aufgefressen. Hier sind irgendwo fressende Käfer drin. Ich glaube, die waren aber bei 3. Ich glaube, die sind da drin. Hier ist so ein. Nee, die sind da drin. Scheiße, Dreck. Tötet sie. Das war auch ein großer Fehler. Habe ich nicht aufgepasst und dann kamen da diese Viecher raus, ey. Und haben ein paar von meinen, wenn nicht sogar alle meiner 5 Flügelpigmente abgeschlachtet. Brutal, brutal. So ist die Welt in Pigmen. So. Oh, dieses Mal konnten wir dieses grausige Schicksal abwenden. Da ist einer. Mehr müsste es auch nicht sein, ne? Ja, wollte schon sagen, genau. Oh, stimmt, jetzt habe ich ja gar keine. Wegen Nektar. Für Blutpigmen, aber okay, gut, hier war es egal. Hier ist okay, Ultra und die Wüste drin. Okay, hier sind doch noch Viecher, aber nur harmlose. Also die weiblichen Formen. Die harmlosen. Halt. Weiblichen haben nichts zu melden, aber die männlichen, die können reinhauen. Ich glaube, das da drüben ist die Frucht, glaube ich. Oder nee, das hier ist die Frucht, glaube ich. Oder das hier? Nee, also das hier ist die Frucht, müsste ich so, oder? Nee, da, ja, okay, gut. Ich verstehe die Karte nicht. Was? Bombe? Was will ich mit der Bombe? Scheißendreck. Okay, gut, obwohl, den kann ich aufheben für den Boss. Okay, dann ist das auch gar nicht so schlecht. Für den Krebs kann ich das aufheben. Ja, das ist gar nicht mal so übel. Doch. So, damit ihr auch nicht vernachlässigt werdet hier. Wollt ihr auch was abhaben? Wir haben das Zeug hier. Das müsste alles gewesen sein. Dann geht's weiter. Ich würde sagen, oder? Nee, stimmt. Erstmal muss die mit der Steinbombe warten. Flügelpigmen da. Erstmal kümmern wir uns um die. Okay, na egal.
Achso, ich wollte gerade sagen, warum geht denn die Musik ab? Och, Leute, was macht ihr denn hier schon wieder? Die jagen ja schon wieder den Drecksviechern hinterher. Oder dem einen. Aber habt ihr nichts Besseres zu tun? Hier war noch ein zweiter. Ich weiß nicht, was in euren Köpfen losgeht, ey. Was ist das? Warum? Warum? Why? Könnt ihr das mal erklären? Immer wenn ich zum Schiff komme, jagen die diesen ollen Viechern hinterher. Lasst sie doch einfach in Ruhe. Was haben die euch denn getan? Dass sie so abgeht. Heilige Makaroni, ey. So. Leg mal die Steinbombe ab. Ja, genau. Ich lege sie ab, genau. Und wir nehmen sie damit, wenn wir gegen den Krebs kämpfen. So, wir brauchen erstmal die Viecher. Und zwei gelbe. Ich brauche eigentlich nur zwei. Ich muss halt das Gleichgewicht machen, damit der Charakter hochkommt. Ja, mehr brauche ich nicht. Yay! Freuen sich alle. Können sich auch freuen. Denn ja, ich stelle mich bei weitem besser an als davor. Da kann man schon happy sein. Kein Rage oder so. Schön genießen. Okay. Gut. Damit müssen wir jetzt aber leben. Komm, jetzt kriegen wir auch hin. Können noch nichts. Können noch nichts. Können sich im Übrigen auch selber erschlagen. Ich glaube, es ist in Domtendos Pikmin 3 Let's Play passiert mal. Da hat sich einer selber erschlagen. Auch ganz nice. Ich kenne zwar bisher noch kein Best-of, aber das wäre auf jeden Fall ein Abschnitt, der auf jeden Fall in einem Best-of gehören würde. Das ist schon echt geil, wo sich da einer selber mit dem Stein erschlägt. Warte, ich kann es glaube ich auch mal probieren. Was? Jetzt wollen die da alle das Ding da schleppen, ey. Geht dahin. Ich werde das da nicht schleppen. So, bleibt alle da oben. Warte, ich kann es glaube ich mal auslösen. Warte mal. In ihnen drin stehen muss man. So. Werf. Schade. Mann, der hat sich doch getroffen. Lass Charlie in Ruhe. Komm, hol den neuen. Oh shit. Ich glaube, der eine muss den anderen erschlagen. Warte, hier. Ich werf mal hier drauf. Noch mehr drauf. Zwei Versuche hast du. Ja. Geil. Das ist echt geil. Und die sich gegenseitig erschlagen, ey. Cool. Muss auch mal gezeigt werden. Zusätzlich bei Nintendo war es halt absolut, ja, aus Versehen. Aber lustig anzusehen. Gab es hier auch zu sehen. So, getroffen. Genau, so ist es ganz einfach. Schlappen. Da muss ich doch erstmal... Nein, fuck, komm wieder zurück. Da muss ich ja einer erstmal raufstellen. Gut, dann Charlie, geh mal. Oder irgendwer. Ja, Charlie, komm. Geh mal da durch. Charlie, geh. Charlie. Genau. Was? Ja, ja, ja. Der eine, der kann eh nichts. Habt ihr nicht schon alle Steine? Nee, hier sind nur Steine. Der ist nur blind. Okay, gut, dann bleibt da hinten. Oh. Scheiße. Komm mal einer runter, bitte. Einer, bitte. Oder nur zwei, ist mir egal. Fuck. Gut, ihr müsst noch mal kurz rüberkommen. Ich stelle mich trotzdem scheiße an. Obwohl es eigentlich so simpel ist, stelle ich mich gerade irgendwie trotzdem scheiße an. Ja, das vergesse ich auch, den Charakter darauf zu werfen. So, mal rüber hier wieder so. Genau. Ja, Charlie, geh mal gleich lieber rauf. Genau. So, da. Du gehst drauf. Und dann passt es. Wenn das so weitergeht, dann bräuchte ich hier tatsächlich doch noch einen dritten Tag hier. Was ich ja eigentlich verhindern wollte. So, jetzt sind es zwei. Und Charlie kommt hoch und kommt an die Drachenfrucht ran. Nicht Drachenfrucht. Habe ich jetzt die ganze Drachenfrucht gesagt? Sternfrucht natürlich. Nein, das wollte ich nicht. Oh. Okay. Ich wollte eigentlich irgendwie Kamera rauszoomen, aber ja. Tja, stattdessen habe ich jetzt ein Ultramotivier-Spray verschwendet, aber ist ja eh egal. Habe eh 45 von den Dingern. Das fällt schon nicht auf. Das fällt schon nicht auf. Komm, der hat eh nichts mehr zu melden. Gönnt euch den da. Der kann eh nichts hier nicht wehren. Solange er keine Steine hat. Ja. Haben die nichts zu melden. So, komm. Nimm den Typen hier mal wieder mit.
haben die auch ein bisschen von profitiert. könnt ihr euch den hier gönnen hier. Der von dem anderen erschlagen wurde. So. Gut her. Jetzt hat sich der eine da die Bombe geschnappt. Egal, aber ich würde sagen, oder? Nee, ich kann den ja nicht werfen dann. Okay, da muss ich nochmal alle reinschicken. Ich brauche nur blaue. Obwohl, warte mal. Obwohl, ich komme damit fertig. Ich brauche nur eine große Armee. Dann komme ich mit den Feuergegnern auch mit blauen fertig. So. Bombe ablegen. Gönnen. Boah, kann ich nicht auch die Bombe einfach gegen die Feuergegner einsetzen? Nee, ich setze ihn gegen den Kriegs ein. So, du bist immer noch der... größte Vollidiot aller Zeiten. Weil der den Steine findet. Obwohl hier drüben welche stehen, aber gut. Soweit ist deine Range leider nicht. Dafür reicht die deine Range leider nicht. Oh nein. Ich habe verfehlt. Because fuck it. Okay, dann muss ich mit dir so fertig werden. Komm mal hier lang. Ich will nur nicht mit dem Frosch da. So, während er angreift, genau. Scheiße, nee, das bringt doch nichts. Verdammt, ich habe alles falsch gemacht. Oh, warte, jetzt kann ich... Nein, das kann ich hier nicht. Während er frisst. Okay, gut. Jetzt fährt er wieder ab. Jetzt muss er abwehren, jetzt frisst er. Aber killen konnte sie, glaube ich, nicht. Und alle her. Jetzt buddelt. Ganz schnell. Buddeln. Nicht stehen. Habe ich nicht zum Stehen bezahlt. Die anderen können wir das und das jetzt ins Ziel bringen. Vielleicht müssen wir die Gegner gar nicht besiegen. Ja. Hoffen wir, ihr kommt durch. Wach mal. Oh nein! Ihr Lappen! Sag mal, was macht ihr denn da, Junge? Ihr sollt schleppen. Los, schnell durch da. Ja! Okay, gut. Oh. Scheiße. Schnell! Grabt aus! Will nicht rumragen, nein, will ich nicht. Komm. Hab schon am Wochenende schon rumgeraged. Komm. Warte mal, sind irgendwo Pikmin, die sterben würden? Ja, die da oben, die zwei gelben, aber die kann ich schnell mit Dings zurückrufen. Die würden nicht sterben. Weckt sich auch kurz rüber. Ach scheiße, der ist ja hier! So ein Mist. Okay, dann bleibst du hier. Charlie geht die zwei gelben holen, damit die sicher sind. Fertig? Nein, die sind nicht fertig. Okay, weil wir müssen auch mit den Feuergegnern halt aufpassen. Das wird knapp. Das wird echt knapp. So, okay. Ihr zwei seid safe. Die werden einfach nicht fertig. Ich glaub's nicht. Warum ist echt nur am dritten Tag? Für die eine Banane. Nee. Das ist echt leidend. Ich weiß es nicht. Wir werden auch nicht fertig. Nö. Das wird nicht mehr fertig. Aber es stehen auch die Hälfte da so dumm rum. Muss man echt mal sagen. Die Hälfte steht einfach nur dumm und schaut zu. So blöd, ey. Typisch, einfach nur typisch. Muss das denn sein? Es muss sein. Tut mir leid, es ging nicht. Nur weil die Hälfte da wieder dumm rumstehen musste, ja. Ist doof gelaufen halt. Schade. Voll die Tagverschwendung. Aber naja, wenigstens passt dann wesentlich zum Original, zum Part 29.
Part 32 war nur eine übelste Verschwendung, aber ja, kann man jetzt nichts gegen machen. Ihr seht ja, was hier Trauriges vor sich gefallen ist. Vorgefallen ist. Nur weil die da alle da die Hälfte dazu behindert war, um an eine Banane anzupacken. Aber wie gesagt, das Problem war ja auch, weil Gelbe hätte ich nicht rüberschicken können, weil sonst hätte man halt sagen können, ja, lass doch Gelbe graben. Ja, irgendwie rüberkriegen? Kannst du ja nicht über das Wasser rüberfliegen lassen, wie Flügel-Pikmin. Und nur die gelben Pikmin können halt schneller graben. Also ich musste mit dem Blauen da zurechtkommen. Zuckertropfen, okay. Das ist jetzt der letzte. Wir kommen jetzt in den letzten Rest. Hier ist ja schon mal der Pfirsich neu. So. Drachenfurt haben wir schon einmal. Da fehlt sogar. Achso, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Nee, den letzten Rest bekommen wir ja gar nicht in der Folge. Stimmt. Wir haben noch zwei Gebiete und die kommen dann ab im Part 29. Stimmt. Ja, das ist mir sehr verwirrt gewesen. So. Zweite Sternimitat. Also Sternfrucht. So, perfekt. Und die letzte Bitterbombe. Tote. Hätte aber schlimmer kommen können. Hätte bei weitem schlimmer kommen können. Beziehungsweise war es halt in der Originalfolge noch schlimmer. War der Krebs viel mehr umgebracht. Seit wir auf diesem Planeten mit der Suche nach Nahrungsquellen begannen, sind bereits 31 Tage vergangen. Wir konnten 59 Früchte sammeln und haben etliche Samenkörner gelagert. Damit werden wir so vielen auf Koppai das Leben retten. Es beruhigt zu wissen, dass auch Alf und der Captain ihr Bestes tun und so viele Früchte sammeln wie möglich. Schön. Du brauchst auch nicht immer so geizig sein. So. Und jetzt aber endgültig. Tag 22. Schnell noch die Banane holen, dann bin ich fertig damit. Dann ist das Pikmin-Display für mich zumindest abgeschlossen. Fürs Erste. Dann geht's erstmal für Pikmin 1 weiter mit dem Reloaded. Würde auch einfach mal Zeit, dass da wieder eine neue Folge kommt. Wann die kommt, keine Ahnung. Aber in naher Zukunft bestimmt. Also der zweite Part. Sind ja auch etwas, habe ich ja auch wieder zu Stundenfolgen gemacht. Mit dem Reloaded. Wird schon ganz geil. Habe ich mich ja auch schon lange drauf gefreut. Okay. Das heißt, es ist einfach nur noch mit der blauen Armee die Banane holen. Vermehren brauchen wir nicht, weil sie sagt, das macht da keinen Unterschied. Einfach die Banane gönnen und dann den Tag beenden. Da haben wir es. So, du lebst wieder. Ich würde sagen, ich lösche dich mal kurz aus. Wirf mal den Stein. Oh, der hat den. Scheiße. Okay. Immerhin. Mussten zwar sich drei verabschieden, aber ja. Dafür bekommen wir so drei neue oder so, oder wie viele der auch immer bringt. So, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück, dass ihr durch diese Armada mit der Banane durchkommt. So, und jetzt grabt den Kack aus. Aber so voll. Und ja, seht ihr, schon wieder. Schon wieder bleibt die, guckt die Hälfte nur zu. Ich verstehe es einfach nicht. Warum nicht hier einfach alle anpacken? Es hätte auch nur so ein bisschen Stück gefehlt. Egal.
Irgendwann los da. Mehr nicht. Okay, ich glaube, das atmet nicht gut aus. Was ist los hier? Oh, es leckt sogar richtig. Heilige Scheiße. Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Wo ist noch einer? Ich sehe keinen mehr. Okay, da sind zwei verbrannt. Ach, keine Ahnung. Komm mal her. Mit dem Ansturm ist nicht so gut. Fackel mal an. Schieß. Genau. So scheiße, alter Schwede. So. Okay. Einer ist down. Du beweg dich mal weg da von der Banane. Beweg dich nach vorne. Nein. Nein, das ist die falsche Richtung. Ja. Nein. Weiter weg. Weiter. Weiter. Hä? Da hinten ist er doch kurz da hinten hingegangen. Geh da hin wieder. Genau. Ist mir aber noch zu weit nah dran. Oder könnt ihr euch beeilen? Wenn ihr euch beeilt. Okay. Hat gepasst. Hat gepasst. Steht noch irgendwer? Nee, ich sehe zumindest keinen. Okay. Es hat extrem kacke ausgeartet, aber... Hauptsache ist, dass wir hier durch sind jetzt. Okay, das Blaupigment sind gehen durchs Wasser, okay, von mir aus. Macht zwar keinen Unterschied, wo ihr jetzt lang geht. Oh naja. Soll über euch überlassen sein. Hauptsache, wir gehen hier erfolgreich aus dem Tag hinaus. Und das tun wir. Banane gegönnt. Den Müll hier noch auspflücken. So. Und da war's es. Machen wir die 100% im Garten des Wald des Anfangs. Genauso wie im Wald des Anfangs. So. Ja, gibt's nichts mehr zu tun. Tschüss. Ich bin fertig. Und haben unsere lang und hart erarbeitete Banane. Heilige Scheiße. Scherzmond. Bringt aber auch dafür ordentlich geilen Saft hier. So. Und hier Banane. 2,5 bringt er voll. 15 für den Transport. Ja, gibt's nur einmal. Fertig. Fehlt noch eine unbekannte Frucht und die werden wir dann in der nächsten Folge dann bekommen. Ja, da müssen wir wieder her. Set, dass wir teilen muss. Ihr schlürft euch das Zeug wieder rein, wie sonst einer. Und dann ist es hier fertig. Tag 32. Ein paar Sekunden fertig. So. Okay. Ja. Das war's. 5 Tote jetzt noch, leider. Kann man jetzt nichts gegen machen. Kann halt von der nächsten Folge abweichen.
ist ja wie gesagt nicht der Originalpart, Reloaded sozusagen. Und ja, ich habe keine Ahnung, was in den Pikmin vor sich geht. Ja, ich auch nicht. Sowas, was die ganze Scheiße machen, da mit den Viechern da, wenn sie die ganze Zeit an der Zwiebel da jagen. Ich weiß auch nicht, was in ihnen vorgeht. Manchmal scheinen sie ganz eigene Gesetze zu folgen. Sobald sie etwa einen Nektartropfen sehen, ignorieren sie sogar unsere Befehle, nur um ihn aufzusaugen. Da muss für sie eine unbeschreibliche Delikatesse sein. Oder die jagen einfach irgendwelche Deppen, die sich der Zwiebel nähern. Machen so, okay, sehr gerne. Pikmin, die von ihm getrunken haben, wirken über alle Maße glücklich. Ja, das kann man ja verstehen, aber wenn ich mir die Deppen da angucke, die da die ganze Zeit da an der Zwiebel diese kleinen Viecher da jagen, dann frage ich mich schon, warum? Warum das Ganze? Aber ja, würde sagen, da das jetzt hier wieder das Screen ist, wo ich die Folge beende, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn ihr es verpassen wollt, und ja. Ich würde schon sagen, es ist ein besserer Reloaded-Part als das Original. Das Original war ja wirklich eine Katastrophe, wie viel ich da geraged habe. Aber ja, das ist jetzt schon viel besser, also wie gesagt, ab der nächsten Folge geht es dann wieder normal weiter, Part 29, und ja, hoffe, wenn sich der Reload-Pack gefallen hat, dass ihr da am Minis verpassen wollt, und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.